Mit wem spreche ich? Ja, mein Name ist Wladimir Kamina. Was ist Ihr Problem, Wladimir? Also ich bin in eine Frau verliebt und diese Frau, die will zurück nach Russland und ich weiß nicht, was ich machen soll. Für den Liebeskummer hilft Wodka mit Honig und Pfeffer. Misha, André und ich kamen im Sommer 1990 in Ostberlin an. Alle waren so glücklich und noch 6 Monate nach der Wiedervereinigung am Feiern. In Wirklichkeit war nur Fußball-Weltmeisterschaft. Aus Paris! Wir waren jung und hatten nichts. Für uns war Deutschland genau das Richtige. Wir verkaufen Dosenbier. Was machen wir? Wir verkaufen Dosenbier und werden richtig reich. Mittag auf nach Dosenbier! Seid ihr Russen? Ja. Russischer Heizabschneider! Ich muss Sie darauf hinweisen, dass für nicht-jüdische Sowjetbürger die Aufenthaltsgenehmigung nur 3 Monate gilt. Ich darf Sie bitten, mit uns zu kommen. Und jetzt? Früher wollten alle Juden einfach nur Russen sein. Und heute will plötzlich jeder Russe jüdisch werden. Also Sie haben sich hierfür nicht extra beschneiden lassen, oder? Ja, ist glatt wie eine Wurst. Und da lege ich alle meine alten Platten auf. Super gut. Schlaft schön. Super gut.